grüß euch. Ich bin heute noch einmal beim Mike Mandl im Behandlungszentrum zu einem zweiten Interview. Heute soll es gehen um, wie kann man Bewegung im Alltag umsetzen, praktizieren, und vor allem soll es gehen um das Stichwort Pausen und Regeneration, weil wir heute vor dem Problem stehen, dass viele Hobbysportler, aber auch viele Leistungssportler einfach extrem diesen Leistungsgedanken fokussieren. Mhm. Und eigentlich, Stichwort CrossFit und so weiter, die Regeneration und die Pausen ein bisschen übersehen. Du hast jetzt einige Sportler in Behandlung, Hobbysportler, Leistungsathleten. Hast du die Erfahrung gemacht, dass die auch diese Probleme haben? Das ist eine sehr komplexe Thematik. Und aus unserer Perspektive betrachten wir das mehr aus der Vogelperspektive. Ja? Diese intensiven Bewegungssachen sind großartig an sich. Ja? Aber in der chinesischen Medizin beziehen wir auch immer das Lebensalter mit ein. Das ist ganz ein wichtiger Faktor. Ja? Mhm. Wenn ich zum Beispiel 30 bin, habe ich so ein Übermaß an Energie. Ich kann fast alles machen, ich kann mir alles erlauben. Ja? Und in diesem Sinne, wenn ich mich dann sehr intensiv bewege, ob es jetzt familiär, beruflich oder sportlich auch ist, großartig. Ja? Und ich werde auch sehen, dass ich da Fortschritte mache in Bezug auf Herz-Kreislauf-System, ich werde sehr hohe Fitnessparameter erreichen können. Den Preis, den ich ja aber oft dafür zahlen muss, den sehe ich erst später, oft erst nach 10, 15 Jahren. Wenn ich in Saus und Braus lebe, um das auf eine andere Ebene zu heben, ja, solange ich viel Geld und Energie habe, geht das gut. Aber wenn wir älter werden, ab 40, vielleicht auch schon ab Mitte 30, habe ich nicht mehr dieses Energievolumen zur Verfügung. Und was ich vorher ausgegeben habe, merke ich dann oft erst im Nachhinein. Das ist leider ein Faktor, der in unserer normalen westlichen Betrachtungsweise keine Stellenwert hat oder der nicht so beachtet wird. In der chinesischen Medizin ist man da sehr streng. Von dem her ist es wichtig, aus unserer Perspektive immer die Relation von Yin und Yang im Leben zu beachten und im Sport auch zu beachten. Wir sagen, Yang ist mehr die aktive, nach außen gerichtete Energie. Das wäre auch die Erfolgsenergie, das ist auch mehr die sportliche Energie, die Bewegungsenergie. Jetzt, wenn ich zu viel von dieser Energie in meinem Leben verwende, dann fehlt mir irgendwann der Yin-Aspekt. Der Yin-Aspekt ist die Regeneration, das ist die Ruhe, das ist auch das Nichtstun. Und wenn ich nur aus dieser Aktivitätsenergie herausgehe und die Regeneration, diesen Yin-Aspekt vernachlässige, führt das sehr oft im Sinne der chinesischen Medizin zu Hitzezuständen. Mhm. Was ist ein Hitzezustand? Ein Hitzezustand kann sehr viele Gesichter haben, aber einen der größten Hitzezustände, den wir gerade gesellschaftlich erleben, ist die Burnout-Thematik. Ja? Wir sind ausgebrannt. Das ist genau ein Spiegel dieser Philosophie. Wir waren zu young, wir haben zu viel Hitzeenergie verwendet, das Yin, der Ruhepol, fehlt und irgendwann haben wir keine Substanz mehr und wir brennen aus. Und das sehe ich auch im Hobbysport, aber auch im Leistungssportbereich, dass sehr viele Leute ausbrennen. Ja. Yin und Yang im Sport, wie können wir das genau verstehen? Also wie praktiziert man das dann in Wahrheit? Eigentlich ist es ganz simple Angelegenheit. Yang ist die Aktivität und Yin ist die Regeneration. Und diese Polarität, die muss immer in einem relativ ausgeglichenen Verhältnis stehen. Das muss jetzt nicht auf täglicher Basis passieren, das ist eine Illusion. Wenn ich zum Beispiel einen Wettkampf anstrebe, dann kann ich mir kurzfristig schon erlauben, mehr in die Yang-Richtung zu gehen, in die aktive Richtung zu gehen. Aber viel wichtiger ist es dann nach dem Wettkampf die Regenerationsphase zu pflegen. Gut, das ist auch ganz normales sportmedizinisches Wissen, das ist jetzt nicht so eine großartige Angelegenheit, aber ich war auch zeitlang sehr im Bergsport involviert und habe viele von den Größen des Bergsports persönlich kennengelernt, teilweise auch betreut, und da gibt es sehr interessante Phänomene.
Und das Phänomen ist bei manchen Personen, wenn die wirklich ein absolutes Gipfelerlebnis gehabt haben, eine Leistung, die schwer reproduzierbarer ist, dass die im Nachhinein in eine schwere Depression gestürzt sind, ja, und teilweise wirklich auch den Sport an den Nagel gehängt haben. Und das spiegelt sehr gut diese Symbolik wieder. Ja. Ich habe meine ganze Aktivitätsenergie für ein Projekt aufgebraucht und nach dem Projekt gibt es nichts mehr, ein Loch ohne Boden. Ja? Und viele Leute haben sie jetzt nach 10 Jahren, teilweise nach Besteigungen, immer noch nicht psychisch erfangen. Ja? Das heißt, die Relation ist zu achten und es sind ganz simple Faktoren, ist natürlich auch sehr individuell, sehr konstitutionsabhängig, auch zielabhängig. Mein Tipp ist, viel mehr Augenmerk auf Regenerationsphasen zu legen. Und das fängt bei ganz kleinen Beispielen an. Wenn ich Kraftsport mache, wäre eine schöne Polarität dazu, zum Beispiel Dehnungsübungen zu machen. Ja? Nicht nur in die Yang-Komponente hineinzugehen mit Kraft, sondern auch in die Yin-Komponente hineinzugehen, um Flexibilität zu bewahren. Ja? Wenn ich viel Herz-Kreislauf-Training mache, auch sportmedizinisch kein neuer Aspekt, aber ich brauche auch im Jahr mal 2-3 Wochen, wo ich gar nichts mache. Ich brauche wirklich diese Yin-Phase, nicht nur um mich körperlich zu erholen, aber vor allem auch um die Psyche zu erholen, wo ich immer wieder dran sein muss oder dranbleiben will. Ja, also das ist ja ein wichtiger Faktor an und für sich. Ich habe jetzt am Wochenende die KPNI-Ernährungscoach gemacht. Und uns wurde so ein Beispiel gegeben von einem realen Menschen, also ein Mann, 32, junger Familienpapa, 50 Stunden in der Woche im Außendienst, sitzend im Auto und möchte nebenbei den Marathon schaffen, trainiert dafür 12 bis 15 Stunden in der Woche und ist so extrem auf Leistung gepolt und klagt aber über mangelndes Muskelwachstum, klagt aber darüber, dass nichts weitergeht. Und also Seele, Psyche spielt da ganz stark mit rein, weil was rausgekommen ist, dass er mit der Frau ein Beziehungsproblem hatte und sich in die Marathon-Thematik geflüchtet hat, sozusagen. Ja. Und wir wurden dann gefragt, na, wie würdet ihr den behandeln jetzt ernährungsmäßig? Aber wie würdest du so jemanden behandeln, um der Shiatsu? Bernd, ist sehr schönes Beispiel, was du hier erwähnst, weil genau diese Problemstellungen, die haben wir sehr oft, Leute trainieren intensiv, können aber keinen Muskelzuwachs mehr verzeichnen oder auch keine Leistungssteigerung mehr verzeichnen. Das spiegelt sehr schön dieses Yin-Yang-Prinzip. Wenn ich nur trainiere, das ist der Yang-Aspekt. Aber Muskelzuwachs, Muskelsubstanz ist mehr der Yin-Aspekt. Wenn das Yang dominiert oder zu dominant ist, es frisst das Yin wirklich auf. Es können so Auszehrungszustände auch entstehen. Oder dass ich zu viele trainiere und auch vor allem im Herz-Kreislauf-Bereich einfach keinen Leistungszuwachs mehr verzeichne. Es fehlt das Yin und irgendwann kann das System im Worst Case sogar kollabieren. Ja. Ich glaube, es ist recht interessant, es ist einfach ein Spiegel unseres Zeitgeistes. Leistungsgesellschaft. Ja. Wir sind mental einfach drauf konditioniert. Mehr ist de facto immer besser. Ja. Aber die chinesische Medizin sieht das anders. Mehr ist nicht immer besser. Es ist immer eine Dynamik zwischen Yin und Yang. Und wenn ich immer nur mehr mache, irgendwann kommt automatisch der Gegenpol, ob ich will oder nicht. Zum Beispiel in Form von einem Burnout-Zustand. Oder wenn wir auch eine globale Situation hereinnehmen, unser Klimawandel ist nichts anderes als ein Burnout, kann man sagen, der Weltindustrie an sich. Immer mehr, mehr, mehr. Wir haben auch das Yin aufgeknabbert. Das wäre zum Beispiel repräsentativ in den ganzen Ölreserven. Es wird zu jung, es wird zu heiß. Und das passiert auf körperlicher Ebene auch. Nummer eins bei so Klienten ist für uns am wichtigsten die Regulation des Schlafes. Der Schlaf muss als erste Institution der Regeneration, der muss einfach wirklich sitzen. Das heißt, wenn ich mit so Personen arbeite, Schwerpunkt Nummer eins ist der Schlaf. Der muss ausreichend sein, der muss erholsam sein, der muss regenerativ sein. Schlafregulation steht an erster Stelle. Ja. Und an zweiter Stelle steht dann immer die Frage, du hast das so schön zusammengefasst, viele Sportmodelle verwenden wir, um inneren Druck und innere Spannung abzubauen. Ja, das können Probleme sein, das kann aber auch, wie soll ich sagen, ein
zu hoher Spannungszustand des sympathischen Nervensystems sein, weil ich den ganzen Tag als überaktiver Manager Sachen erledigen muss. Diese Spannungspegel muss ich abbauen. Ich denke mal, das ist auch eine wesentliche Funktion des Sports bei uns in der europäischen Kultur. Spannungsabbau, Ventilation. Aber wichtig ist dann auch immer zu hinterfragen, was ist meine Motivation? Ja, warum mache ich das? Muss ich es machen? Will ich es machen? Ja. Darüber haben wir ausführlich schon im ersten Interview gesprochen. Genau. Das kann man sich natürlich anschauen, wenn man da mehr darüber erfahren möchte. Du hast es gesagt, Psyche ist wichtig, aber auch Sport als Ausgleich. Wie erkenne ich denn frühzeitig, ob ich zu viel mache? Prinzipiell ist es ganz simpel, dieser Abfall der Leistungskurve. Ich glaube, das wäre ein ganz klassischer Parameter auch. Ja. Wenn ich zu viel mache und ich merke dann, ja, bei denselben Laufdistanzen tue ich mir nicht leichter, sondern ich tue mir sukzessive immer schwerer, ist es ganz klar, dass für uns der Yin-Aspekt, die Regeneration, fehlt. Und viele Leute haben nicht den Mut, sich diese Pausen zu gönnen. Das ist ja oft die Schwierigkeit dran, dass man sagt, man kommt oft nach 2-3 Tagen Pause stärker zurück, als wenn man kontinuierlich weiter trainieren würde auf einem hohen Niveau. Ja, auf einem niedrigen Niveau ist es durchaus akzeptabel. Aber ich glaube, es sind viele Faktoren. Schlaf habe ich schon erwähnt. Ernährung ist auch ganz ein wichtiger Faktor in diesem Spiel. Ich brauche Benzin, ich brauche gutes Benzin an sich. Und es ist vielleicht die Summe der Umstände, die unsere Leistungsfähigkeit definiert. Und vielleicht brauchen wir auch mehr Methoden, die die Summe der Umstände gut analysieren können. Das kann Ernährungsberatung sein, die diese Perspektive hat. Ich finde es großartig, dass immer mehr Methoden diese Thematiken aufgreifen. Ja. Stichwort gesunder Schlaf, hast du schon erwähnt. Wie schaffe ich das, einen gesunden, erholsamen Schlaf zu etablieren? Das ist ja, viele Menschen leiden unter Schlafstörungen. Das ist ja. nichts Ungewöhnliches. Ja. Es ist auch ein ernstes Thema. Man muss es auch immer ärztlich abklären. Es können auch einige Krankheiten dahinter stecken. Aber an und für sich kann man schon mit einer Schlafroutine, kann man schon viel erreichen. Was rätst du deinen Patienten dann? Ist wichtig, es abklären zu lassen, du hast das erwähnt. Ja. Schlaf ist sehr heikle und komplexe Thematik. Ja. Generell gehen wir davon aus, dass fast 30% der Bevölkerung von leichten oder schweren Schlafproblemen betroffen sind. Aber 70% dieser Probleme haben nicht organische Ursachen. Das heißt, 70% der Probleme entstehen mehr quasi aus einer Geisteshaltung, aus Problemen, aus Sorgen, aus einer Überaktivität heraus. Und diese 70% kann man sehr gut betreuen an sich. Um den Schlaf in den Griff zu bekommen, sind es oft ganz normale Faktoren, die nicht beachtet werden, dass ich nicht zu spät koffeinhaltige Getränke trinken sollte. Ein Faktor, sehr leicht in den Griff zu bekommen. Aber zweiter Faktor, den merke ich vor allem bei Sportlern sehr oft, wenn wir viel schwitzen, müssen wir viel trinken. Das stimmt, aber viele Leute trinken zu viel. Kleine Banalität, aber die müssen dann in der Nacht 3-4 Mal aufstehen, um auf die Toilette zu gehen. Ja. Das kommt irrsinnig oft vor. Dann sage ich, ja, es stimmt schon, aber wir müssen viel trinken, aber wenn ich 3-4 Mal in der Nacht auf die Toilette gehe, trinke ich vielleicht oft zu viel. Und wenn ich Flüssigkeitszufuhr reduziere, schlafe ich durch. Habe ich erst letzte Woche eine Klientin gehabt, ja? Die hat seit 10 Jahren nicht durchgeschlafen. Und dann haben wir einfach die Flüssigkeitsmenge reduziert um ein Drittel und seitdem schlaft sie durch. Ja, ja. Sie ist dankbar. Ja? Das heißt, so viele Faktoren. Aber auch, wenn man sagt, aus der Perspektive der chinesischen Medizin heraus ist wieder diese Yin-Yang-Dynamik. Ja? Und die Nacht hat mehr Yin-Charakter. Wenn wir zu sehr brennen für unseren Beruf oder auch für unseren Sport, dann konsumieren wir die Yin-Aspekte in unserem Körper. Und die sind etwas diffiziler aufzubauen. Das muss dann wirklich eine Mischung sein aus viel Regenerationszeit, aus vielen entspannenden Methoden. Ich muss ja auch diesen Stress-Cocktail des Körpers abbauen. Ja, das Sport ist ja auch Stress für den Körper, das muss man dazu sagen. Für den Körper. Es ist einfach ein Stressreiz, an den sich der Körper dann anpasst und dadurch wieder besser und auch stressresistenter. Aber man kann es auch übertreiben mit dem Stressreiz. Wenn ich die Stresshormone einfach nicht mehr aus dem System herausbekomme. Ja? Wenn ich im Beruf Stress habe, im Sport Stress habe, zu Hause Stress habe, irgendwann bin ich auf diesen Stresshormon-Cocktail und ich kriege ihn nicht mehr weg. Dann brauche ich vielleicht Hilfe von außen, ja, um den zu reduzieren über muskuläre Spannung.
Aber dann muss ich alle Faktoren beachten. Ernährung, Lifestyle, Familiensituation, partnerschaftliche Situation. Es ist komplex, aber es funktioniert sehr gut. Also das heißt, erster Schritt ist das mal erkennen und zweiter Schritt ist dann für sich die beste Behandlungsmethode zu finden, wo halt gerade der Hut am meisten brennt. Und vor allem Erkennen des Problems ist, glaube ich, mal wichtig. Ne? Was ist die Ursache? Ich gehe meistens derart heran, dass ich probiere, alle Banalitätsfaktoren zu optimieren. Banalitätsfaktoren, wie wir schon besprochen haben, Trinken, Essen, Schlafensgehzeiten, Ruhe, Lichtfaktoren, Matratze. Ich muss einmal alle leichten äußeren Umstände so weit optimieren, dass ich sage, okay, hier kann ich keine Ursache mehr finden. Wenn ich das optimiert habe, dann gehe ich auf die zweite Ebene der Ursachen. Und woher kommt das Problem an sich? Ja? Und da muss man dann ansetzen. Okay. Was für ein Verhältnis ist da für jeden wichtig zwischen Aktion und Entspannung, also zwischen Aktivität und Entspannung? Ist sehr individuell. Ich glaube, ein guter Gradmesser, ein sehr simpler Gradmesser für mich und auch, ich merke, dass das bei vielen Klienten sehr gut funktioniert. Kann ich am Abend, wenn der Tag abgeschlossen ist, kann ich mich entspannt auf das Sofa legen, die Augen schließen und ich habe das Gefühl einer inneren Ruhe. Kann ich diesen Zustand spüren in mir? Ja? Natürlich braucht es eine Zeit, bis ich in diesen Zustand komme, aber es gibt Leute, die kommen überhaupt nicht in diesen Zustand an sich. Und wenn ich merke, ich komme nicht in diesen Zustand herein, ja, dann ist es für mich schon ein Zeichen, dass ich zu sehr auf der Stresswelle schwimme. Und das ist dann der Teufelskreis, weil wenn ich probiere, diesen Stresslevel durch noch mehr Aktivität abzubauen, dreht sich der Kreis eigentlich viel schneller. Aber das wäre eine simple Möglichkeit. Ja? Abend hinlegen, Augen schließen, 5 Minuten gönnen, habe ich einen entspannten, zufriedenen Zustand, ruhigen Zustand, ja, dann bin ich noch im Rahmen dieser Aktivitätsregenerationsbalance. Aber der wichtigste Faktor natürlich ist Müdigkeit. Fühle ich mich müde? Ja? Vitalität oder Müdigkeit? Sobald ich Müdigkeitssymptome merke, und die müssen ja nicht nur bei der körperlichen Aktivität sein, sondern einfach auch untertags, wie ist meine Konzentrationsfähigkeit, wie ist meine Leistungsfähigkeit. Also die zwei Aspekte kann ich abschalten, dass ich zur Ruhe komme und wie ist mein Energielevel untertags. Ja? Wenn ich da merke, irgendwas stimmt nicht mehr hundertprozentig, sollte ich eher schauen, wo fehlen mir die Pausen, wo fehlt mir die Regeneration. Das heißt, würdest du dann den Zugang vertreten, dass man, wenn man sich müde fühlt, dass man auch schlafen geht, wenn man Hunger hat, dass man was isst und auf die innere Uhr hört, mehr als auf die Außenfrage? Jein, muss ich ehrlich sagen, jein. Ich glaube, wir haben viel mehr schlechte Gewohnheiten als einen guten Instinkt. Das ist das Problem. Ja? Wenn man nach dem Instinkt gehen würde und ich mal teilweise anschaue, was bei den Leuten im Einkaufswagen landet, wenn sie im freien Gefühl folgen, bin ich persönlich leider nicht so überzeugt davon. Ja? Manche Sachen muss ich vielleicht mit einem gewissen Know-how und mit einem gewissen Setting kurzfristig erzwingen. Wenn man das Thema Schlaf Störungen noch einmal aufgreifen, wenn ich so und so Einschlafprobleme habe oder Durchschlafprobleme, primär aber Einschlafprobleme, würde ich raten, einen Mittagsschlaf zu vermeiden, selbst wenn ich müde bin, ja, damit ich mir die Müdigkeit bis zum Schlafengehen aufheben kann. Ja, weil viele Leute machen einen langen Mittagsschlaf und klagen dann über Einschlafstörungen. Ja. Das heißt, es gehört ein gutes Know-how, glaube ich, und teilweise auch ein bisschen ein professionelles Coaching von außen, in was für einem Bereich auch immer, weil Selbstreflexion ist ja immer die schwierigste Reflexion an sich. Ja. Ja. Aber schon, wenn ich dann einen gewissen Punkt erreicht habe, wo diese körperliche Intuition sich wieder entwickeln und entfalten kann, würde ich dieser schon nachgehen. Ja. Es ist ja interessant, wenn wir das Thema Trinken aufgegriffen haben. Ja. Wenn ich diesen natürlichen Instinkt beim Trinken anwenden würde, würden viele Personen viel weniger trinken. Gerade unser Verhalten, 2 bis 3 Liter kontinuierlich zu trinken, ist vielmehr eine Kopfsache als eine Durstsache an sich. Ja. Also mehr mental gesteuert. Ja. Aber es gibt mehr Hitzetypen in der chinesischen Medizin, die müssen viel trinken. Es gibt mehr Kältetypen, die müssen weniger trinken. Da kommt es darauf an, was esse ich. Es gibt viele Leute, die essen sehr
trockene Lebensmittel, ist ein Unterschied, ob ich ein Knäckebrot in der Früh esse oder ein Haferbrei. Ja? Ein Haferbrei habe ich viel mehr Wasser drin. Naja, und so weiter und so fort. Komplexe Thematik. Also eine TCM-Ernährungsberatung ist natürlich ein eigenes Thema, da wollen wir jetzt, glaube ich, nicht so genau drauf eingehen. Nein, wollen wir nicht, aber ich wollte nur zeigen, dass es so viele Faktoren gibt, die man berücksichtigen kann. Aber ich glaube, es ist gar nicht so, da würde ich schon den gesunden Hausverstand mit reinnehmen. Ja? Wenn ich den ganzen Tag trockene Sachen esse, brauche ich mehr Flüssigkeit, als wenn ich Suppen esse. Was sind trockene Sachen? Also wirklich Knäckebrot, Chips, ja, sind einfach ganz banal, sind Lebensmittel mit einem geringen Wasseranteil. Ja? Und es gibt Lebensmittel mit einem hohen Wasseranteil. Ja? Und wenn ich hohen Wasseranteil habe, muss ich weniger trinken, habe ich auch weniger Durstgefühl. Wenn ich Chips esse, durch Salz und Trockenheit habe ich sehr schnell ein Durstgefühl. Ja? Das gilt auch zu berücksichtigen. Also das heißt, trockene Lebensmittel sind dann eher schlecht in dem Fall, eher die Wasserhaltung. Je nach, das Gute an der chinesischen Medizin ist, es gibt überhaupt kein Gut und Schlecht und es gibt kein Richtig und kein Falsch. Ja? Wenn man nicht Sportbereich und jetzt uns umschauen würden, sehen wir viele Personen mit einem hohen Flüssigkeitsanteil im Körpersystem, vor allem im Gewebe. Ja? Da sage ich, wenn die gesunde, zielvolle trockene oder trocknende Nahrung nehmen würden, könnten sie eher eine Balance herstellen. Ne? Dass Chips diesen Faktor nicht erfüllen, ist klar. Chips wollen wir hier gar nicht propagieren. Die sind für nichts gesund, außer ab und zu mal, dass man sich was gönnt, aber es sollte jetzt keine Basis der täglichen Ernährung sein. Ne? Ja. Du hast noch vorher angesprochen, die Lebensphasen, das heißt die Verausgabung im frühen Erwachsenenalter versus dann die Erschöpfung im späteren Alter. Kann man da irgendwie vorbeugend arbeiten oder ist das auch Typsache? Die einen verausgaben sich halt, ist halt so, weil die brauchen das und andere sollten es vielleicht eher gemäßigt angehen. Es ist immer so schwierig, weil das so eine individuelle Angelegenheit ist. Ja? Und es gibt Menschen, die haben so einen Überschuss an Energie. Die sind mit 80 noch aktiv. Ja? Ich glaube, du hast gesagt, den Peak hat man mit so Anfang 30 bis Mitte 30. Unseren kraftenergetischen Peak haben wir in dieser Lebensphase. Ja? In vielen asiatischen Philosophien geht man davon aus, dass man mit der richtigen Lebensführung diesen Peak bis circa 60 Jahre halten kann. Aber das merkt man auch bei uns. Leute, die einen gesunden Lebensstil pflegen, die sich gut ernähren, regelmäßig Bewegung machen, nicht so extrem, können ihren Fitnesslevel auch ungefähr bis zu diesem Alter halten. Ja, und ich bin jetzt auch schon weit über 30, fühle mich aber in Summe fitter und stärker, als dass ich jetzt mit 30 war an sich. Deswegen gibt's, wie soll ich sagen, es gibt so viele Komponenten. Wichtig, glaube ich, ist immer nur die individuelle Konstitution zu berücksichtigen und wenn man nicht einen Überschuss an Energie hat, sich vielleicht etwas mehr in gemäßigten Bereich einzupendeln an sich. Ich glaube, es ist kein Zufall, warum wir jetzt so viele Müdigkeitssymptome in unserer Gesellschaft beginnend ab 40 haben, ja, weil wir einfach schon in zu jungen Jahren zu sehr gefordert werden, mit der ganzen Energie nach außen zu gehen. Das Bewahren ist immer die hohe Kunst. Wir vergleichen das auch immer gerne mit Geld verdienen. Es ist nicht schwer, Geld zu verdienen. Die Kunst ist es zu bewahren, es zu behalten. Ja? Und durch das Behalten es zu vermehren an sich. Und ich glaube, so ist es auch mit körperlicher Aktivität. Ja? Ich kann schnell durch Bewegung Energie freisetzen und aufbauen, aber wie halte ich sich? Vielleicht sollte man sich überlegen, ab einem gewissen Alter etwas mehr bewahrend auch zu denken, etwas vorsichtiger zu denken, vorbeugend zu denken. Ja? Und ist auch ganz klar, ich habe auch nicht mehr diese Widerstandskraft. Ich breche mir auch jetzt leichter was. Ja? Wenn wir älter werden, brechen wir uns leichter. Ja? Das ist klar, Knochendichte nimmt ab, aber nicht nur bei so plakativen Beispielen, auch wirklich von unseren Energiesystemen nehmen wir etwas ab. Zu welchen Problemen kann es noch kommen, wenn man die Yin-Energie vernachlässigt? Also was sind so die klassischen Beschwerden, denen man eigentlich herantritt? Viele Leute kommen zu mir mit chronischen Sehnenscheidenentzündungen. Ja? Und das ist ein sehr schönes Beispiel an sich. Ja? Entzündungszustände kann man sehr leicht mit einem Motor vergleichen, dem das Öl fehlt. Wenn das Öl dem Motor fehlt, wird er einfach heiß an sich.
Jetzt ist es oft so, dass die klassische Herangehensweise in Bezug auf Sehnenscheidenentzündungen konzentriert sich nur auf die Hitze im Motor, fragt aber nicht, wo das Öl fehlt. Und in der chinesischen Medizin konzentriert man sich eher auf die Ölzufuhr, weil wenn mehr Öl wieder vorhanden ist, bildlich gesprochen, ja, dann läuft der Motor wieder reibungsfreier und die Hitze kann abklingen. Und da sind viele Faktoren ausschlaggebend dafür. Aber ein klassisches Beispiel, um es darzustellen, ist ein Sportler, der an sich schon mal sehr zu intensivem Schwitzen neigt. Gibt so Konstitutionstypen, ja. Diese Person macht dann auch noch intensiven, langen Ausdauersport, ja. Und dann geht sie auch noch in die Sauna und das in einer regelmäßigen Routine. Das heißt, wir verlieren sehr viel Flüssigkeit. Klar, die Person muss auch viel trinken, aber in der chinesischen Medizin sieht man das ein bisschen abstrakter. Man sagt, diese Person verliert viel Yin, ja, und ist dadurch anfälliger für Entzündungsproblematiken im Körper. Ja. Und nachdem die, wenn so ein Zustand ist, diese Zustände sind wirklich auch von der, egal ob jetzt eine konventionelle Therapie, Physiotherapie, die sind oft sehr hartnäckig und fast nicht im Griff zu bekommen. Ja. Und da haben wir wiederum sehr gute Erfahrungen mit dieser Betrachtungsweise. Ja. Ich muss mal sagen, hey, nicht in die Sauna. Ja. Für speziell Sehnenscheidenentzündungen jetzt. Oder oft für sie, ja, also generell kann man sagen, in der chinesischen Medizin sieht man nicht das Bild der Sehnenscheidenentzündung, man sieht einen Hitzezustand im Körper. Bei uns drückt er sich bei Sportlern primär in Sehnenproblemen aus, Schleimbeutel aus. Ja. Aber es kann genauso rund ums Knie sein, Ellenbogen, Hüftbereich, das sind die Bereiche, wo so Problemstellungen oft vorkommen. Entzündungszustände im Allgemeinen. Entzündungszustände im Allgemeinen, ja. Die Sehnen sind halt sehr spezifisch oder sehr oft davon betroffen. Ja, und die Leute kommen dann oft, weil sie einfach alles probiert haben und zwar Schmerzlinderung erreichen, aber Entzündung flammt immer wieder auf. Gut, Perspektivenwechsel hilft oft, ja. Muss das Problem anders angehen und ja, mein Zugang ist dann oft, Schwitzen zu reduzieren, zumindest mal für einen Zeitraum von einem Monat. Ja. Ich sage, Sauna bitte nicht. Ich weiß, es ist angenehm, ist gesund, aber ein bisschen aufpassen mit Schwitzen. Weniger intensive Belastungseinheiten zu machen, auch hier das Schwitzen zu reduzieren und ganz simpel gesprochen ein bisschen die Ernährung mit reinzunehmen. Zum Beispiel ein Kompott ist eine hervorragende Angelegenheit. Ist flüssig, ja, ist flüssig, ist süß, flüssig, ja. Das produziert im Körper laut chinesischer Philosophie viel Flüssigkeit, ja. Und so kann ich das über einen Zeitraum von 4-5 Wochen gut balancieren. Manuelle Therapie dazu, ja. Möglicherweise ein paar Kräuter. Und dann kommt man schnell wieder in so einen homöostatischen Bereich von Yin und Yang, ja. Was kannst du vielleicht für unsere Leser oder Zuhörer noch für einen Tipp oder Tipps mitgeben aus deiner Praxis? Was sind die Weisheiten, die du in deinem Leben gelernt hast? Wenn sie vielleicht wieder auf dich zurückkommen. Ja. Weil du bist ja auch selber sehr sportlich aktiv gewesen. Hast du gesagt, bist du auch noch immer aktiv. Ja. Was ist so der Mind-Opener gewesen für dich, der größte in deinem Leben? Und vielleicht kannst du uns da teilhaben lassen. Haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, aber ich muss einfach wieder drauf zurückkommen, der Spaß soll führen. Die Leidenschaft soll führen, ja? Punkt 1. Ja? Und Punkt 2, auch kritisches Hinterfragen von vielleicht gängigen Körperbildern und Trends, die immer wieder kommen. Trends kommen und gehen, ja? Jedes Jahr was Neues. Aber wenn ich mich ein bisschen frei mache von dieser kollektiven sozialen Erwartungshaltung, wie ich zu sein habe, wie ich körperlich zu sein habe, ja, wie ich aussehen muss, vielmehr mein individuelles Aussehen zu finden, ja, meine individuelle Figur zu finden und eine Bewegungsform finde, die mir Spaß macht und die ich mit Leidenschaft verfolgen kann, nur dann wird Bewegung wirklich ein integrativer Bestandteil meines Lebens werden, von dem ich nie mehr runterkomme. Also den Stein des Weisens, glaube ich, gibt es nicht. Aber etwas auszusteigen aus dem kollektiven Mindsetting, was uns immer dazu führt, Dinge machen zu müssen, anstatt Dinge zu genießen und an Spaß zu haben bei den Dingen. Ja.
Das heißt, durchaus in Ordnung, wenn man Mitte 30 ist und sich verausgaben möchte, kann man es machen. Aber immer halt im Hinblick auf, naja, ich brauche danach auch wieder eine Ruhephase. Ne? Also ganz wichtig. Und auch diese Zeichen erkennen, die der Körper gibt, wenn eine chronische Entzündung da ist, wenn chronische Müdigkeit da ist, wenn Antriebslosigkeit, Depression kommt, das sind ja alles so Anzeichen, glaube ich, auf die man ein bisschen hören sollte, wenn sie kommen und dann halt auch entsprechend dann. Genau. Die Weichen stellen in eine andere Richtung. Nee, du sagst, ich glaube, der wichtigste Faktor ist wirklich diese Müdigkeit, ja? Diese innere Müdigkeit. Sobald ich bei irgendeiner Tätigkeit eine Form von innerer Müdigkeit verspüre, einfach mal sein lassen. Ja? Ist gut, passiert nichts. Ja? Solange, wie es halt braucht, bis man wieder den Spaß daran gefunden hat. Solange, wie es braucht. Bei manchen Zuständen ist es schwierig, weil die Leute lassen diese innere Müdigkeit dann zu und sind dann 4 Monate innerlich müde. Aber hochgerechnet auf ein Leben, was vielleicht noch 40, 50, 60 Jahre geht, ist es wichtiger, hier auf eine Korrektur zu setzen, auf eine Neuorientierung zu setzen, als sofort wieder aufzuspringen, sobald ich mich nur ein bisschen besser fühle. Ja, ein wichtiger Faktor. Also das hört sich für mich jetzt doch nach einem Thema an, wo man vielleicht sich durch eine äußere Instanz Hilfe holen sollte, weil man das oft, glaube ich, nicht alleine in dem großen und Ganzen überschauen kann. Unbedingt, aber ich glaube, das betrifft den ganzen Sportbereich. Ja, es ist ja so interessant, oder? Für das kleinste Computerproblem haben wir 5 Experten, die wir konsolidieren, aber wenn es wirklich um uns als Menschen geht, ja, um unsere Bewegung, um unsere Gesundheit, greifen wir viel zu wenig auf Experten zurück. Sei es ein Trainer, der mir die richtige Technik zeigt, oder ein Coach, der mir hilft, ein bisschen zu reflektieren, oder alternative Methoden, die mir helfen, mir ein Gleichgewicht zu bleiben. Ich denke mal, man sollte Sport wirklich als essentielles Hobby in seinem Leben entdecken können und das einfach wirklich mit einer breiten Perspektive und Leidenschaft betreiben und durchaus Experten immer wieder ans Boot zu holen, um sich weiterzuentwickeln und aber auch um Fehler nicht zu übersehen. Ja? Das war eigentlich eine sehr schöne Zusammenfassung. Also entspricht auch, glaube ich, meinem Zugang, weil unser Motto oder mein Motto bei Sportblog.cc ist, entdecke deinen Sport. Also das finde ich, das hat jetzt ganz, ganz schön gepasst. Aber wie kann man dich erreichen, wenn man dich konsultieren möchte als Experten? Wo findet man dich? Ganz einfach, Internet ist am besten, www.mikemandl.eu und der Rest steht dort. Beziehungsweise Social Media, Facebook, glaube ich, gibt es dich, Instagram. Ja, von der Webseite sind dann eh die ganzen Links hin, das ist dann immer einfacher. Ja, aber Facebook mit meinem Namen, Instagram, ja, findet man mich überall. Da gibt es übrigens einen ganz tollen Blog auf deiner Webseite über ganz spannende Themen, die durchaus ansprechend geschrieben sind, weil du bist ehemaliger Chefredakteur vom österreichischen Snowboard-Magazin und das ist auch ein Leseschmaus, diese Dinge sich da ein bisschen anzuschauen. Dankeschön, Mike, dass du mich da heute eingeladen hast in den schönen Raum. Danke.